Was haben Olaf Scholz und Björn Höcke gemeinsam? Ziemlich große Erinnerungslücken. Der eine kann sich nicht mal an den Cum-Ex-Skandal erinnern. Im Ausschuss streitet Scholz die Treffen zwar nicht ab, aber an den Inhalt könne er sich nicht erinnern. Und der andere vergisst, dass er die Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özus aus dem Land jagen will. Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen? Also ich habe, das Buch ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes, also die aber jetzt, können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach 6 Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja...